herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder ein Thema, das viele betrifft. Das ist das Thema, ich hätte gerne eine exakte Angabe, auf Distanz natürlich, ohne dass man ihn kennt, per Anfrage über YouTube, per Anfrage über Facebook, über Skype, alle möglichen anderen Kanäle. Wie viel muss ich pro Tag essen? Welche Menge muss ich pro Tag essen? Wie viele Sätze muss ich trainieren für den Muskelaufbau? Wie viele Sätze muss ich trainieren für das Maximalkrafttraining? Bitte gib mir eine genaue Angabe. Kurze Sendepause, wir gehen mal tief in uns und überlegen mal, ist es überhaupt möglich, eine exakte Angabe zu geben? In der Regel nicht. Warum? Jeder Mensch braucht natürlich unterschiedliche Mengen an Nährstoffen, unterschiedliche Strukturierungen der einzelnen Makronährstoffe und auf Distanz, ohne exakte Angaben zur Person, Berufsbild, Häufigkeit des Sports, grundsätzlich Veranlagung, ist es einfach verdammt schwierig, jemand hier eine exakte Aussage zu geben. Das geht nur dann, wenn man euch einiges an Daten von der guten Person hat, dann kann man schon mal relativ genau eine Angabe machen. Nur schon mal so viel. Eine ganz genaue, exakte Angabe über den Kalorienverbrauch kann niemand machen, aus einem ganz einfachen Grund, weil jeder Tag unterschiedlich strukturiert ist. Wenn ich von hier bis nach Hamburg fahre, muss ich mehr tanken, wenn ich von hier bis nach Stuttgart fahre, logischerweise. Das Gleiche gilt natürlich auch ein Stück weit für den Energiebedarf des Menschen. Als Berater kann man natürlich nur eben vom Normtag, vom Durchschnittstag ausgehen. Wie viel man am Durchschnittstag verbraucht, bedingt durch den Grundumsatz, bedingt durch den Arbeitsumsatz, durch den Job und bedingt durch den Sportumsatz. Zum Beispiel an den Tagen, wo kein Sport betrieben wird, eben ohne Sportumsatz. Diese Angaben kann man machen. Wenn aber der nächste Tag oder der Tag der Tag X in einer Woche eben ganz anders ausfällt wie in der Grundberechnung, dann wird natürlich hier auch ein Stück weit mehr Energie, etwas mehr Energie benötigt und dem sollte man auch Rechenschaft tragen. Dass diesen Anfänger am Anfang eben noch nicht abschätzen kann, ist völlig normal, aber im Laufe der Zeit, wenn man sich mit seinem Körper und mit seinem Ernährungsverhalten beschäftigt, bekommt man dann auch irgendwann mal den Dreh raus. Zu Anfang hilft am besten der gute und ausgebildete und erfahrene Personal Trainer. Was haben wir noch? Wir haben noch auch oft wird gefragt, die Angaben zum Thema Training, gibt mir eine exakte Angabe, wie oft soll ich pro Woche trainieren? Wie viele Sätze soll ich machen pro Übung? Wie viele Sätze soll ich machen bei Maximalkrafttraining, bei allen möglichen Trainingsmethoden? Hier ist es auch sehr schwierig, eine wirklich exakte Aussage zu treffen, aus einem einfachen Grund. Jeder Mensch tickt auch ein Stückchen unterschiedlich. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten knapp 30 Jahren, dass es Menschen gibt, die einfach zum Beispiel wesentlich höhere Mengen Krafttraining vertragen, auch größere Mengen an Ausdauertraining vertragen. Ist natürlich abhängig von der einzelnen Person, von der einzelnen Struktur und natürlich auch ganz klar von der Arbeit. Ein Mensch, der zum Beispiel 5 Tage in der Woche sehr stark körperlich arbeitet, der hat in der Regel oftmals gar nicht mehr der Power, eben 4-5 Mal in der Woche noch zusätzlichen Krafttraining zu betreiben. Andersrum wieder ein Mensch, der jetzt zum Beispiel sehr stark körperlich inaktiv arbeitet, im Büro sitzen. Auch hier besteht oft die Möglichkeit, dass der eine oder andere sogar etwas mehr an Ausdauertraining, Krafttraining verträgt. Deswegen ist es ganz wichtig, ich als Personal Trainer versuche natürlich so weit wie möglich immer spezifisch persönlich zu beraten. Steht ja auch im Namen Personal Trainer. Pauschale Aussagen sind immer verdammt schwierig, weil es eben auf den einen oder anderen nicht exakt zutreffen kann. Deswegen, wenn ich mal eine Aussage treffe, eine allgemeine Aussage, dann sollt ihr immer noch darauf Wert legen, eure eigenen persönlichen Empfehlungen bzw. eigene persönlichen Erfahrungen einfließen zu lassen. Denn das ist für mich, wenn ich die Person nicht persönlich vor mir habe, so auf Distanz nicht möglich. Klar, jeder wünscht sich natürlich die spezifische Aussage für sich, dass er sein Ziel erreicht. Das ist nicht so einfach, glaubt es mir. Das war's schon. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, immer zum Thema deine Fitness, deine Motivation, deine gesunde und artgerechte Ernährung. Meine Aufgabe.